Richtiges Essen muss nicht nur gut schmecken, sondern auch schön aussehen. Das beweisen wir heute mit unserer Multi-Do-Challenge. Alle unsere Lebensmittel werden einer geometrischen Figur entsprechen. Ein Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat. Mal schauen, was wir hier Schönes haben. Ich weiß ja nicht, also die Törtchen gefallen mir nicht. Fräulein, ich glaube, Sie brauchen etwas Rechteckiges. Und Sie etwas Rundes. Na, ich weiß ja nicht. Und Sie sind wohl ein Dreiecks-Fan. Tut uns leid, aber uns gefällt hier nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, ich weiß, was Ihnen gefallen könnte. Wow, schaut euch diese perfekten Formen an. Ein Quadrat, ein Kreis, ein Rechteck. Schaut mal, wie diese Kreise perfekt zu meiner Brille passen. Ja, und zu meinen Augen. Wobei, ich mag das Dreieck. Wow, ich kann wieder sehen. Die Nachos haben mir geholfen. Jetzt schrei doch nicht so. Dieser quadratische Käse ist auch was Nettes. Neue Runde und neue Gerichte. Ich habe diese runden Kekse in Nussform. Die will ich schnell probieren. Da hast du Glück gehabt. Ich habe ein halb verbranntes Stück Brot, Igitt. Also meine dreieckigen Speckstücke sind auch nicht viel besser. Willst du eine Nuss? Mhm. Gerne. Ist das lecker. Und die Creme erst. Betty, wieso bist du so traurig? Willst du was? Oh, ich liebe frisches Gemüse. Kaugummi, Kohl und ein Fischkopf. Quadrat, Kreis, Dreieck. Alles vorhanden. Ich mag ja Kohlköpfe, die sehen aus wie mein Ball. Ich mag mein Kaugummi lieber. Da freue ich mich über meine Portion. Schau mal her. Ich mag dich nicht. Wir gehen auf Weltreise. Pack das weg. Lass uns weiter schwimmen. Meine Güte, was war das denn? Also ich verstehe ja nicht, was euch nicht gefällt. Zeit es zu probieren. Boah, schmecken tut es schlimmer, als es aussieht. Mein Gott, wie das stinkt. Atme nicht. Hier hast du ein Kaugummi, das sollte dir helfen. Genau das wollte ich auch. Schmeckt das gut. Na also. Ich meine, es riecht immer noch nach Fisch. So viele Soßen und Gewürze. Ich frag mich, wie die schmecken. Ich habe Ketchup und der schmeckt gut. Das hätten wir uns denken können. So gut, dass du darin baden musstest? Ich traue mich nicht, mein Gewürz zu probieren. Ich nehme nur eine ganz kleine Prise davon. Ih, das ist scharf, das ist Chili. Gib mir was von deiner Soße. Ich muss meine Zunge retten. Das ist nicht fair, das war meine Mayonnaise. Fladenbrot, Nudeln, Waffel. Zeit für Backwaren. Da habe ich nichts dagegen, vor allem, weil sich in meiner Waffel ein Eis verbirgt. Ich weiß, was ich aus diesem Lavash machen kann. Mein Leibgericht mag ich besser gekocht und nicht trocken. Ich bin ein Geist. Das ist ja lustig. Mein Zahn? Ich glaube, ich habe mir mit der Nudel einen Zahn gebrochen. Rote Beete, Eier und Blätterteigtasche. Wow. Mädels, ich habe eindeutig mehr Glück gehabt als er. Ich frage mich, ob das gekocht ist. Meine rote Beete ist roh und schmeckt widerlich. Mach dir keine Sorgen, ich habe eine Idee. Mich kann wohl nichts mehr retten. Also probiere ich es. Oh, es war ja doch roh. Betty, jetzt kannst du dir ein Brötchen draus machen. Es ist schließlich quadratisch.
Ist ja toll, danke. Ich habe auch eine geniale Idee. Ein Eiercocktail klingt viel appetitlicher als bloß rohes Ei. Schmecken tut es aber trotzdem nicht. Und jetzt ist es rund. Danke. Dieser Kürbis scheint eine Überraschung zu verbergen. Hey! Das dreieckige Stück kriegst du, Kate. Und das quadratische du, Betty. Und wo ist meine Portion? Hier, ein Kreis. Mhm. Ich glaube, dieser Kürbis ist nicht mehr ganz frisch. Oh nein, das Ding riecht und schmeckt immer so. Einverstanden. Also mir gefällt's ja. Na endlich wieder was Leckeres. Ein roher Pilz? Da bin ich anderer Meinung. Aber ich glaube, ich sollte es probieren. Dreieckige Chips sind der Hammer. Fertig, Betty. Ich hab was für dich. Schau mal, ein Quadrat. Danke dir. Ich wollte schon immer mal einen rohen Pilz probieren. Schmeckt nach gar nichts. Weiße Schokolade, Nüsse und einen Teebeutel. Nicht schlecht. Oh. Denkst du? Mal sehen, was das für Tee ist. Scheint schwarz zu sein. Freut mich. Da will ich doch gleich heißes Wasser hinzugeben. Hält einen schön warm. Kann ich auch was haben? Hier hast du was von meiner Schokolade. Tee und Schokolade ist doch die beste Kombination. Genau wie ein Dreieck und ein Quadrat. Solange ihr es euch gut gehen lasst, muss ich was mit meinen Nüssen machen. Wo waren nochmal meine Bücher? Hier, einfach drauflegen. Druck ausüben. Voila! Ich liebe Walnüsse. Na, wenn das keine geniale Idee war? Gebt es doch zu. Ich bin so satt. Ich auch. Ich habe euch doch gesagt, dass euch diese geometrische Challenge gefallen wird. Das war wunderbar, danke. Wir müssen so langsam los. Macht's gut. Und das Geschirr? Soll ich das etwa alleine spülen? Boah, nee. Ich mach keine Challenges mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Genieß jetzt die Outtakes. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.